Hi Leute, Robin hier. Heute geht es um die Kraft von frisch gepressten Säften. Ich beschäftige mich schon sehr lange mit den Themen optimale Ernährung, mit dem Thema Darmgesundheit, mit dem Thema frisch gepressten Säften, mit dem Thema Saftkur, mit dem Thema Fasten. Und ich habe wahrgenommen, diese Säfte haben einen unglaublich kraftvollen Wert für unsere Gesundheit. Und darum soll es heute vor allem gehen. Ich werde euch die Vorteile aufzeigen, warum es sehr sinnvoll sein kann, regelmäßig frisch gepresste Säfte in seine Ernährung mit einzubauen. Vor allem die frisch gepressten Gemüsesäfte, was die Kraft ist, woher das Ganze kommt. Und ich kann auch, bevor ich da gleich reinstarte, sagen, dass ich in den letzten 8 Jahren sehr intensiv Erfahrung gesammelt habe mit verschiedensten Entgiftungsmethoden. Sei es jetzt eine Saftkur, ein Wasserfasten, unterschiedlichen Entgiftungsmodalitäten, die man machen kann. Und ich habe wahrgenommen, diese frisch gepressten Säfte, allein wenn man die Ernährung jetzt schon dadurch einige Mahlzeiten ersetzt oder die allgemein so in den Alltag einbaut, dass man sehr guten Einfluss auf seine Gesundheit und auch auf sein Wohlbefinden bewirken kann. Das kann ich wirklich euch wärmstens empfehlen. Und jetzt würde ich sagen, dass ich da gerne mal reinstarte. Was für Vorteile haben jetzt diese frisch gepressten Säfte? Also, der erste Punkt ist, diese Säfte, wenn wir jetzt hier, wir haben hier Sellerie, wir haben Karotten, wir haben Ingwer, kann man ein bisschen dazugeben als Kombination, wir haben Gurke, Koriander ein bisschen, dass diese frisch gepressten Säfte Zellwasser enthalten und dass dieses Zellwasser leichter in unsere Zellen gelangt als das normale Wasser, was wir trinken. Dieses Wasser kann zu einem größeren Anteil von dem Körper verwertet werden und deshalb sorgt es für eine zelluläre Hydration. Also das ist der Punkt, wo ich immer wieder wahrgenommen habe, dass die Leute dann einmal durch die zelluläre Hydration sich besser fühlen, vitaler sind. Diese zelluläre Hydration ist nicht einfach mal so eine Aussage, ja, man hat mehr Wasser im Körper, sondern das hat natürlich zahlreiche Funktionen. Beispielsweise man fühlt sich fitter, leistungsfähiger, man hat eine reinere Haut, man kann besser entgiften. Hydration hat auf alle unsere Gesundheitsparameter tatsächlich einen Einfluss. So hilft auch dabei, dass wir uns einfach noch besser regenerieren können. Es sorgt dafür, dass auch die Augen besser sind. Also viele Probleme heutzutage kommen von chronischer Dehydration und häufig reichen normales Wasser nicht aus, weil die Leute schon sehr viel dehydrierende Produkte essen, verarbeitete Produkte, die permanent dem Körper das Wasser auch entziehen. Und hier sind frisch gepresste Säfte besonders empfehlenswert, weil die uns auf zellulärer Ebene auch hydrieren. Und ich habe selbst jetzt über die letzten 8 Jahre Erfahrung regelmäßig frisch gepresste Säfte eingebaut, hatte am Anfang Phasen, wo ich es weniger hatte, Phasen, wo ich es mehr hatte und ich habe immer wieder wahrgenommen, wie vorteilhaft das Ganze ist und habe auch schon phasenweise komplette Saftkuren gemacht. Also man geht her, isst für eine gewisse Zeit keine feste Nahrung, trinkt nur diese frisch gepressten Säfte und baut dadurch ein sehr gutes Fundament auf an Gesundheit, weil der Körper wird gut gespült. Das ist auch der nächste Punkt, das heißt, der Darm wird gereinigt, das Lymphsystem kommt in Schwung, das wird gereinigt und diese Blockaden auf tiefer Ebene werden gelöst. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Darmreinigung, Lymphreinigung, Unterstützung der Entgiftung, reinere Haut. Ich habe auch wahrgenommen, durch diese zelluläre Hydration und dadurch, dass wir unserem Körper auch die Nährstoffe in einer sehr leicht verdaulichen Form zur Verfügung stellen, das heißt, wenn wir jetzt hergehen, wir tun die Faserstoffe entfernen, gleichzeitig erhalten wir quasi den Saft, das Lebenselixier von diesen frisch gepressten Säften. Dann sorgt es dafür, dass wir alle Nährstoffe leicht verfügbar, mit einer hohen Bioverfügbarkeit zum Körper zur Verfügung stellen. Und dadurch habe ich wahrgenommen, dass der Körper auch verjüngt wird tatsächlich. Also dass von diesen frisch gepressten Säften, gerade wenn man auch Mahlzeiten ersetzt mit diesen Gemüsesäften, dass man auf Anti-Aging eine gute Wirkung haben kann. Dann haben wir natürlich das Thema Chlorophyll. Was sehr entscheidend ist, gerade in den ganzen grünen Gemüsen, im Frühjahr kommen dann wieder vor allem die Wildkräuter, sei es das Löwenzahn, Brennnessel, die empfehle ich dann noch zusätzlich mit einzubauen. Eine exzellente Quelle, um auch Nährstoffe aufzunehmen, um den Körper robuster zu machen. Und das ist eben eine charmante Art und Weise über den Saft, wenn man dann noch ein bisschen was Süßes hinzugibt, wie beispielsweise Karotten, was dann die Süße gibt, um dann das Grün einfach aufzunehmen und seinem Körper da was Gutes zu tun. Und Chlorophyll, wissen wir, hat ja zahlreiche Vorteile. Es reinigt das Blut, es verjüngt den Körper und sorgt allgemein für eine reinere Haut. Und auch das Thema Biophoton, weil hier ist so eine Lebenskraft drin. Es handelt sich hier um lebendige Nahrung. Wir haben hier die Vitamine, vor allem die Enzyme, die Mineralstoffe in einer sehr hochwertigen Form, ohne durch das Kochen degradiert. Und deshalb ist es sehr, sehr vorteilhaft, wenn wir da die frisch gepressten Säfte integrieren. Und wir haben auch hier einen großen Unterschied zwischen Säften im Laden gekauft. Es gibt ja Leute, die auch
eine Saftkur machen, nur mit pasteurisierten Säften. Aber da haben wir halt diesen großen Nachteil der Pasteurisation, weil die Pasteurisation die Enzyme zerstört, die Nährstoffe werden weniger qualitativ und frisch gepresste Säfte ist einfach ein ganz anderes Level an Wert für unsere Gesundheit. Jetzt kommen wir mal gleich, wie wir das Ganze zubereiten. Hier haben wir das ganze Gemüse jetzt mal liegen und ich habe die beste Erfahrung bisher, was die schnelle Zubereitung anbelangt der Säfte und für die beste Alltagstauglichkeit mit den Hurumensaftern gesammelt. Ich persönlich benutze den H320N, exzellente Maschine, teste ich jetzt schon oder benutze ich jetzt schon, auch schon seit mehreren Monaten, bin sehr davon noch überzeugt von dem ganzen Modell von Hurum, kann es euch wärmstens empfehlen, wenn ihr daran interessiert seid. Ich zeige auch gleich in der Live-Demonstration, wie das Ganze aussieht, was es für Vorteile das auch hat. Kann ich euch aber erstmal da schon sagen, schaut mal drunter bei Hurum vorbei, über den Link und über meinen Gutscheincode Robin100 könnt ihr da auch euch einen Rabatt sichern. Frisch gepresste Säfte sollten wir irgendwie einbauen. Die Frage ist immer, welcher ein Safter und da ist halt ein Slow Juicer Grundregel. Grundregel ist, einen hochwertigen Slow Juicer zu haben. Man kann auch andere Entsafter nehmen. Ich habe zum Beispiel auch gute Erfahrungen beispielsweise mit dem Green Star gesammelt oder auch von anderen Leuten mit den Angel Juicern. Aber der Hurum, kann ich wirklich sagen, hat die folgenden Vorteile, dass wir... Komm, da nicht beim Gemüse. Und zwar hat der Hurum Entsafter die folgenden Vorteile. Er ist alltagstauglich, das heißt, man kann die Sachen sehr schnell zubereiten. Es funktioniert über eine einfache Bedienung und es geht schnell zu reinigen. Wir haben dann noch den Punkt, dass Hurum sehr lange auch schon auf dem Markt ist. Es ist gut etabliert. Wir haben das Thema, dass es eine große Einfüllöffnung hat. Das heißt, wir müssen es nicht klein schneiden. Das zeige ich auch gleich gerne alles. Und natürlich haben wir eine gute Saftausbeute. Weil das Wichtigste ist, wir wollen nicht irgendwie einen Zentrifugenentsafter haben, der das so entsaftet, dass viel kaputt geht und oxidiert, sondern wir wollen irgendwie auch eine hochwertige Entsaftungsprozess haben und das schafft der Hurum-Entsafter sehr gut. Und ich finde, der Hurum-Entsafter ist halt eine gute Kombi zwischen einmal einer guten Ausbeute und auch einem gewissen Komfort durch die einfache Reinigung und auch durch die einfache Zubereitung, weil ich habe wahrgenommen, es gibt natürlich Safter, die noch eine höhere Ausbeute haben, wie der Green Star oder der Angel Juicer, aber natürlich ist es dann auch aufwendiger. Das heißt, man muss die Sachen mehr klein schneiden, man muss auch mehr reinigen und da kann ich wirklich die Hurum-Entsafter auch wärmstens empfehlen. Und wie ich erwähnt habe, schau mal drunter vorbei über den Link, über meinen Gutscheincode, auch Robin100, kannst du dir auf jeden Fall den Rabatt sichern und mich gleichzeitig dann noch unterstützen. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, legen wir mal los, kommen wir in die Umsetzung von den Säften. Ich schneide jetzt mal die Sachen klein und zeige das euch da mal gerne, wie das Ganze so abläuft. Ja, Jack heißt er übrigens und der will auch immer dabei sein. Kann ich auch vollkommen nachvollziehen, wenn man immer dabei sein möchte. Gerade wenn hier so gesundheitsförderliche Sachen zubereitet werden. So. Und zwar muss man da jetzt gar nicht so alles minimal klein schneiden, wie jetzt bei anderen Entsaftern, hatte ich ja auch erwähnt, sondern es reicht aus, grober vorzugehen, weil wir haben wirklich eine sehr, sehr geräumige Öffnung. Und da tue ich das jetzt eigentlich einfach. Ein bisschen kann man es noch machen. Also klar, es hilft immer, um die Maschine ein bisschen zu entlasten. Kann man das natürlich ein bisschen kleiner schneiden, kein Problem. Aber so grundsätzlich ist es nicht auch erforderlich. Und ich setze vor allem auf Gemüsesäfte. Obstsäfte kann man einbauen in einer Saftkur, auch wenn man es eine längere Zeit wirklich auch durchhalten möchte, um eine gewisse Kalorienzufuhr seinem Körper bereitzustellen. Aber auf regelmäßiger Basis würde ich jetzt Obstsäfte nicht konsumieren, sondern vor allem Gemüsesäfte und vor allem eine sehr, sehr gute Rezeptur, die ich besonders euch empfehlen kann, ist die Kombination von einer süßen Komponente, wie jetzt beispielsweise Karotte und dann entsprechend auch von einer grünen Komponente, wie beispielsweise Stangensellerie, Spinat, Romanersalat und. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und jetzt habe ich schon alles drin. Ging ruckzuck, erster Durchlauf. Und das lasse ich jetzt gleich einfach mal so laufen. Ein bisschen kleiner kann ich es vielleicht noch machen. Und dann wird es hier zugemacht. Angemacht. Und dann läuft es hier, wird schön entsaftet. Kannst gerne mal herkommen. Und ich habe jetzt alles wirklich total grob und ich muss nichts machen. Es passiert ganz automatisch, dass jetzt alles ausgepresst wird. Also ich finde es wirklich phänomenal, wie das Ganze funktioniert. Ich bin von Anfang an schon sehr begeistert.
Hier wird sogar noch das Ganze aufgefangen. Das heißt, ich muss jetzt noch nicht die Klappe öffnen. Kann ich zwar, mache ich jetzt auch gleich, aber es würde auch hier theoretisch noch aufgefangen werden. Das heißt, da wird auch nichts eingesaut oder so, da läuft hier raus, sondern da hat man auch einen sehr guten Vorteil. Und ich finde auch vom Platz sind die Hurumesafte auch super gut. Und hier beim Presser kommt es halt schon, finde ich, ganz trocken raus. Finde ich echt eine coole Sache. Das kann ich mal öffnen, wie das, das kommt dann natürlich hier raus. So, der erste Durchgang ist mal fertig. Hier schön die Kappe zumachen, ist jetzt circa knapp einen Liter. Und da war jetzt drin ein Stangensellerie, ein Kilo Karotten und ein bisschen Ingwer. Ingwer ist besonders gut, noch wenn es draußen kalt ist, tut den Stoffwechsel ankurbeln. Und da haben wir wirklich wie so ein Lebenselixier, wirklich was wir da unserem Körper zur Verfügung stellen. Und das wird sich jetzt auf jeden Fall gut gegönnt. Ich hole noch kurz ein Sieb. Es ist immer hilfreich, wenn man das Ganze noch durch ein Sieb abkippt. Um einfach noch restliche Faserstoffe auch rauszuholen. Dafür ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Den Schaum kann man manchmal auch mit einem Löffel abgießen, aber das war jetzt nicht so viel Schaum. Und so ein großer Vorteil ist halt auch noch von dem Hurum, dass er leise ist. Das heißt auch mal, wenn man in der Nacht entsaften möchte und im Haus schläft der Rest, kann man da auch mal da entsaften. Das wäre bei einem Greenstar eher problematisch. Und auch der Vorteil ist, dass man wirklich alles reintun kann, selbst an Früchten und so. Und dass man da nicht sofort das Problem hat, wie bei anderen Entsaftern, dass ich was zurückstauen kann, dass es nicht funktioniert von einem Entsaften, sondern man hat wirklich auch einen klaren Saft, wenn man da etwas weichere Sachen reintut. Und das ist auch ein großer Vorteil, der für den Hurum spricht. Oh, sehr gut. Sehr vitalisierend. Kann ich wärmstens gerade diese Kombi empfehlen. Karotte, Sellerie und Ingwer. Sehr gut, einfach mal ausprobieren. Der erste Trink ist durch. Jetzt gibt es hier gleich noch den zweiten Saft. Gurke, Karotte, Koriander. Ich empfehle auch die Säfte immer einfach zu halten. Das heißt, ich würde nicht sagen und empfehlen, 5, 6, 7 Zutaten zu machen, sondern ich würde mal sagen, das Maximum 4 Zutaten. Besser sogar 2 oder 3 Zutaten, das ist sehr zu empfehlen, damit man auch die einzelnen Geschmäcker auch noch gut wahrnehmen kann. Und Einfachheit ist der Schlüssel. Man kann mit einfachen Lebensmitteln aus dem Supermarkt einen sehr guten Effekt erzielen. Und einmal sind die Nährstoffe natürlich entscheidend, die Qualität entscheidet. Also ich würde vor allem immer Bio-Obstgemüse empfehlen, gerade beim Gemüse. Dann haben wir natürlich mehr Nährstoffe und einfach eine bessere Qualität, gar keine Frage. Aber auch da kann man nochmal schauen, wenn man was auf dem Wochenmarkt bekommt oder jetzt gerade von den Bauern, da ist auch nochmal mehr Vitalität drin. Man will allgemein schauen, möglichst qualitative Lebensmittel seinem Körper zur Verfügung zu stellen, um sich gesundheitlich bestmöglich zu entfalten. Und gerade die Wildkräuter, die ich vorhin angesprochen habe, wirken sich sehr positiv aus, haben die höchste Vitalstoffdichte. Aber auch nicht nur, es geht um die Nährstoffe, sondern es geht tatsächlich auch um die zelluläre Hydration. Und die ist auch bei einfachen Sachen gegeben. Das heißt, selbst wenn du nur Romanesalat entsaftest oder Gurke entsaftest oder jetzt einfach nur Stangensellerie entsaftest, der jetzt nicht so hochwertig wäre von den Nährstoffen, würdest du trotzdem einen sehr guten zellulären Hydrationseffekt kreieren, selbst bei konventioneller Nahrung, weil einfach das Zellwasser trotzdem da vorhanden ist. Und ich empfehle eben beides, also möglichst gute Qualität und dann natürlich das Zellwasser wird dann sehr, sehr gut aufgenommen. Und genau, jetzt wird das hier noch so durchgezogen, zweiter Durchgang. Und deshalb hoffe ich, konnte ich mit dem Video dich motivieren, auch regelmäßig frisch gepresste Säfte jetzt in deine tägliche Ernährung mit einzubauen. Vielleicht machst du es auch schon, aber jetzt vielleicht nochmal dich bestärken, dass du wieder das noch mehr einbaust, vielleicht nochmal in eine Richtung Saftkur denkst, auch im Frühjahr oder auch im Sommer, dass du mal so eine Phase machst, wo du mal keine feste Nahrung für ein paar Tage oder ein paar Wochen, sehr kraftvolle Effekte auf unsere Gesundheit, wenn man mal die ganze feste Nahrung rausnimmt, eine gewisse Auszeit nimmt, einen Urlaub von fester Nahrung und für eine gewisse Phase mal nur diese frisch gepressten Säfte trinkt, um seinen Darm gründlich durchzuspülen, um den Körper gut zu hydrieren und um den Körper zu entlasten, damit einfach die Entgiftung und Selbstheilung sehr gut aktiviert wird. Wenn du mehr erfahren möchtest zu dem Thema Entgiftung, zum Thema Darmsanierung, zum Thema optimale Ernährung, du für dich da auch so eine Umstellung machen möchtest bei deiner Ernährung oder auch bei Entgiftung so ein Protokoll für dich anwenden möchtest und da vor allem das richtig durchführen möchtest, dass du einfach die maximalen Ergebnisse erhältst mit einem klaren Plan, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mit mir zu sprechen.
Da können wir uns deine aktuelle Situation mal anschauen und einfach gemeinsam rausfinden, wie kommst du bestmöglich voran, wie kannst du gute Ergebnisse bei der Entgiftung, bei der Darmsanierung erreichen, bei deiner Ernährungsumstellung, und du kannst dich darüber eintragen über den Link auch drunter in der Beschreibung. Für ein kostenfreies Erstgespräch kannst du dir bei mir buchen und da können wir uns dann gemeinsam einfach mal entspannt zusammensitzen und ich schaue, ob ich dir da grundsätzlich helfen kann, deine Ziele zu erreichen. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat und du hier den ganzen Kanal unterstützen möchtest, dann lass doch gerne noch ein Like da, Kanal noch abonnieren, Glocke aktivieren, um weiterhin solchen Content zu halten. Und ansonsten, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn du auch noch beraten werden möchtest zu diesem Thema Entsafter, Entgiftung, Darmsanierung, schreib mir gerne einfach auf Instagram oder auf Facebook. Da können wir in Kontakt treten, kann ich dir gerne kostenfrei ein paar Impulse auch mitgeben. Und ich würde sagen, in diesem Sinne, einen schönen Tag, wo immer du bist, und bis bald.